Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen Ballenhänger vorstellen mit Autoload und es geht natürlich dann auch gleich los. So, sind wir im Shop ankommen, sehen wir hier unser Fiegel DPW 180 Quaderballen Autoload, kostet uns hier 16.000 Euro, 24 Quaderballen kann er laden, wie wir sehen hier. Wenn du diesen Aufbau haben willst, kostet sich das 1.500 Euro. Ich habe ihn so gekauft, sonst könntest du ihn auch so kaufen. Der wäre halt höchstens, wenn du hier Rundballen nimmst, aber laden tut er mit Autoload nur diese Quaderballen. Andere nimmt er nicht. Ja, habe ich jetzt schon ein bisschen rumprobiert. Ist ein bisschen am Anfang ein bisschen irritierend, aber ist ja nicht schlimm. Also, wir können hier, müssen wir jetzt mal kurz mal schauen, erstmal den Traktor mal einschalten. Dann müssen wir hier also mit Z die Ladefläche senken. Dann haben wir es jetzt hier gesehen. Er hat jetzt da automatisch da so geladen, komischerweise, weil ich diesen schon mal hier abgeladen habe. Also man muss mit der Maus immer den irgendwie hinstellen. Sonst siehst du das irgendwie. Dann tut er immer hier diese so komisch sammeln. Schiebt da auch hier so durch. Das gehört er vielleicht noch gemacht. Irgendwann mal. Wir schauen das für die Optik her, dass einen das nicht selber stört, aber es scheint ja doch ein bisschen durchzugehen. Also, sagen wir mal, egal, also mal dazu. Also drücken dann jetzt B. Das ist jetzt die Arbeitsstellung. Jetzt gehen wir B in Transportstellung. Also sind wir jetzt hier. Dann kann man jetzt da auch noch also Spanngurte anbringen, wie man sehen. Also sind sie jetzt hier da so her. Kann es immer noch hin und her schieben, aber die Spanngurte eigentlich, die funktionieren ja nicht entsprechend. Dass jetzt die, wie soll ich sagen, zu sehen sind. Also Bremslichter gehen auch. Dann haben wir hier Blinker und das normale Licht. Es ist wirklich am Anfang, also finde ich mal für mich irritierend, wenn man sich mit diesem Motor erstmal beschäftigt. Weil der ja nicht so funktioniert, wie man es gewohnt ist. Also, dass das dann da steht, das und das. Aber er funktioniert. Die Lok hier ist sauber, wie wir ja sehen. Und das ist das Wichtigste, finde ich mal hier. Haben wir hier diesen einen Fehler drin. Der hat hier in diesem Mod nichts zu tun, wie wir sehen. Fahren jetzt mal hier zum Hofen. Und ich denke mal, wir werden einfach hier mal die Ballen mal versuchen abzuladen. Dann muss man auch x-mal wieder so komisch drücken. Das ist auch schon ein bisschen komisch. Also, WG. Sonst hat man früher immer das gedrückt so her. Und jetzt holen wir einfach mal hier die Ballen so hier hin. Drücken B. Dann drücken wir hier Z. Und nochmal Z. Dann haben wir das hier oben. Und hier einfach mal rüber. Und jetzt haben wir hier die Ballen also entladen. Wie wir mal sehen. Und dann fahren wir jetzt nochmal hier so ran. Tun einfach noch einmal
versuchen mal die Ballen zu beladen. Also den Hänger zu beladen mit den Ballen. So, dann müssen wir jetzt nochmal hergehen. Also drüben müssen wir dann nochmal Z drücken. Dann ist es wieder hier so drüben. Also musst du immer jetzt daher gehen mit der Maus, den hier so rüberschieben. Ja. Und nachher dann auch anzuheben, dass es also dir optisch gefällt. Du könntest rein theoretisch so auch durch die Gegend fahren. Ja, ihr habt auch gesehen, also dieser Mod, der wurde schon ja x-tausende Mal gedownloadet bei Modhoster. So finde ich, ist der Mod ja nicht schlecht. Und für am Anfang, für 19er, ganz gut. Ja, wenn dir dieses Video natürlich gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.